Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Review. Heute haben wir den AT-AT Ewoker mit dabei. Das meist erwartete Lego Star Wars Set diesen Jahres. Setnummer haben wir die 75337. Und wir schauen uns das Ganze mal an, ob es dem wirklich auch gerecht wird. Aber erstmal müssen wir den AT-AT Ewoker mal landen lassen. Das ist das gute Stück. Damit wurde dieser AT-AT Ewoker auf die breite Masse losgelassen. 9 Jahre ist es her, seit der letzte AT-AT Ewoker 2013 erschienen ist. Seitdem gab es auch bisher keinen neuen mehr. Davor gab es noch diverse verschiedene Variationen. Einen von Clone Wars zum Beispiel, der war auch ziemlich beliebt. Und dann noch einen ganz alten. Wir schauen uns aber natürlich dieses Set hier jetzt im Detail an. Wir haben hier eine Teileanzahl von 1082 Einzelteilen, 8 Minifiguren bzw. eigentlich eher nur 5 Minifiguren mit dabei. Diese sind von der 212. Legion und das ist das Ganze auch, was eben, worauf sich viele auch auf das Set gefreut haben, denn die 212. Legion, die gibt es das allererste Mal jetzt hier bei Lego Star Wars. Sonst gab es die nie in einem einzigen Set, sonst musste man immer nur Custom-Figuren kaufen. Und das andere ganz Besondere daran ist, dass man hier auch einen Phase 2 Commander Cody halt bekommt. Sonst gab es den bisher als Phase 1. Und derweil gab es nie einen einzigen Phase 2 Cody. Das ist eben ja, das ganze Besondere an dem Set und das bringt den ganzen AT-AT zu einem stolzen UVP-Preis von fetten 140 Euro. Das ist schon echt eine ziemliche Schmerzensangelegenheit für den eigenen Geldbeutel, muss ich sagen. Aber wir schauen uns erstmal an, warum das Ganze so heiß erwartet ist, was die Funktionalitäten sind. Die Minifiguren und den AT-AT Ewoker schauen wir uns jetzt aber gleich nach dem Intro an. Schauen wir uns aber erstmal die Minifiguren an. Wir haben hier natürlich zuerst 3 solcher B1 Kampfdroiden mit dabei. Als nächstes haben wir hier einen 212. Klonsoldaten mit den schönen orangenen Markierungen am Helm sowie am Torso und am Rücken. Der kommt hier mit einem normalen Blaster zustande und dann haben wir eben das normale Klongesicht. Die anderen beiden Figuren sind genau die gleichen wie dieser hier. Und on top auf dem AT-AT haben wir hier noch einmal den Clone Gunner. Dem habe ich hier noch so einen orangenen Rangefinder mit spendiert, damit er sein Ziel besser treffen kann. Und ja, der aber ansonsten hat er keine orangenen Verzierelemente oder sonst was. Das typische Klongesicht. Nur halt eben diese schwarze Ummantelung da. Und dann kommen wir auch schon zu dem Hauptattraktion des Sets neben dem AT-AT Ewoker. Und zwar ist es Commander Cody mit dem Phase 2 Helm. Das Besondere an den ganzen Helmen, an den ganzen Phase 2 Helmen, ist hier, dass diese eben noch so ein Loch am Helm frei haben. Das ermöglicht dann eben solche Zusatzelemente für, das Helm, für den Helm, eben den Rangefinder zum Beispiel oder hier eben diesen Visor oder halt. Was auch immer, Sonnenlichtblende oder so. Wir haben hier beim Cody auch ein exklusives Gesicht, Klongesicht, da hat er natürlich ein anderes dann, eben auch mit dieser Narbe. Also ich muss sagen, die Figur sieht wirklich in der Tat echt cool aus, gefällt mir wirklich sehr. Das Einzige, was man hätte besser machen können, ist hier noch ein paar Armprint drauf zu packen, anstelle so normale orange Arme und vielleicht eben noch ein Backpiece für den, ja, ich glaube, für den Rucksack, für den Jetpack, was es auch immer ist, hätte man machen können. Aber ja, das ist auf jeden Fall die teuerste Figur in dem ganzen Set und eben der Grund dafür, warum es auch 140 Euro kostet, nach Legos Ansichten. Genau. Und dann kommen wir auch schon zum Set selbst. Mit dabei bekommen wir hier einen Zwergspinnendruiden. Ich bin mir noch nicht so genau, warum wir eigentlich einen Zwergspinnendruide hier zu dem Set bekommen und nicht diesen Krabbendruiden. Denn dieser Krabbendruide ist der einzige, der in der Episode 3 in der Szene vorkam, denn darauf basiert ja auch der ganze AT-AT Ewoker auf
der einen Szene in Uthor Poe in Episode 3. Und da ist überhaupt kein Zwergspinnen-Druide vorgekommen, beziehungsweise halt nicht zu sehen, sondern stattdessen kam dieser Krabbendruide vor, in dem dieser Klonsoldat hier heroisch zustürmt und dann eben von oben abknallt. Deswegen erschließt sich mir nicht, wie Lego auf die Idee kam, diesen Zwergspinnendruide hinzuzufügen. Jeder hätte es besser gefunden, wenn dieser Krabbendruide da gewesen wäre. Ja, weiß nicht. Dieses transparente Element ist dazu da, damit man eben dadurch, dass die Beine relativ empfindlich hier sind, sich immer leicht verstellen lassen, kann man hier den Zwergspinnendruide einfach dann dran setzen und die Beine hier wiederum ein bisschen runterdrücken, dann ist es alles schön eben. Dann kommen wir auch schon zum AT-AT Ewoker selbst. Die Bauzeit von dem AT-AT Ewoker hat 3 Stunden gedauert, also der Bau ging überraschenderweise relativ schnell. Wir sehen hier am Design vom AT-AT Ewoker haben die Beine hinten und vorne, also die Füße hinten und vorne, ein bisschen kleiner gestaltet, damit eben diese seitlichen Beine ein bisschen auch größer wirken und auch größer sind, wie es auch beim Originalmodell halt ist. Und natürlich hat es auch den Effekt, dass der AT-AT Ewoker im Ganzen ziemlich massiv auch wirkt und es erfüllt das Ganze auch wirklich. Der sieht von allen Seiten sehr massiv aus, das ist wirklich schön anzusehen, immer wieder eine Freude. Man sieht auch bei meinem AT-AT Ewoker, ich habe da auch nicht alle Sticker benutzt, ich habe nur die 2 Sticker für das Republik-Emblem benutzt, den Rest wollte ich gar nicht drauf machen. Und auch ohne sieht er wirklich klasse aus, also wenn es euch an den Fingern nicht juckt, lasst die Sticker raus. Er sieht ohne Gel mindestens genauso gut aus wie mit Stickern. Zu den Funktionen des AT-AT Ewokers. Wir haben 4 nach vorne gerichtete Geschütze, 2 sind wiederum hinten. Die ganzen 6 Geschütze kann man jeweils einzeln bewegen in verschiedenen Richtungen. Das wie genauso da hinten auch. Wir haben die Möglichkeit, das Cockpit vorne herauszunehmen. Dann können wir da wiederum einen eben Klonsoldaten hier reinsetzen und den dann wiederum über so ein Schienensystem, also über so 2 offene liegende Schienen, einfach hier so rein. Zack. Und der Mechanismus ist auch wirklich sanft. Er schmiegt sich da rein in dieses Cockpit. Das ist wirklich ein sehr angenehmes, befriedigendes Gefühl. Hier oben einmal natürlich das sehr lange Geschütz die Hauptkanone des AT-AT Ewokers. Das können wir in 360 Grad drehen lassen. Und das Schöne auch ist dieser Einrastmechanismus hier. Denn das macht das Ganze auch für Stop-Motions interessant, denn wir haben hier einfach die leichte Möglichkeit, das immer schrittweise, Stück für Stück eben abzufotografieren und auch eben dadurch eine flüssigere Animation der Hauptkanone durchführen zu lassen. Das Blöde ist halt ein bisschen, dass der Klonsoldat hier oben relativ locker auch sitzt. Also da ist das Ganze nur mit so einer Plate drauf gesetzt. Also da hätten Noppen eher besser gepasst, damit es auch wirklich hier fest sitzt. So sitzt er halt ein bisschen leicht und wackelt auch damit unterdessen. Dann haben wir wie bei jedem AT-AT Ewoker oder bis jetzt bei, ich glaube mal bis zum Klon war es, denke ich mal, AT-AT Ewoker haben wir die Möglichkeit, den hier durch einen Hebel anzuheben und das Ganze dann auch wie ein, ja, es aussehen zu lassen, als würde er mit dem Dropship hier landen. Das macht das Ganze auch echt Spaß. Funktioniert auch super. Wir sehen eben auch, dass die Beine hier schön locker sitzen. Das garantiert dann auch, dass er dann auf einer glatten Ebene gleichmäßig auffliegt. Auf Betten oder auf Teppichen wird es ein bisschen problematisch. Da hängt er sich dann immer mit den vorderen Zehen hier ein bisschen so dann hier dann und so dann auf. Deswegen ist es eher besser, auf einer glatten Ebenenfläche den aufsetzen zu lassen. Hier vorne beim Geschütz haben wir übrigens noch eben 2 Start-Shooter. Es schließt sich mir nicht, warum man die die Start-Shooter hat man halt hinzugefügt als Play-Feature. Aber so im Originalmodell passt es überhaupt nicht zusammen. Aber das sei mal dahingestellt, man kann die auch einfach abnehmen und dann war es auch.
So, Sichtwechsel. Wir sind jetzt von oben, gucken auf den ADTI herab. Das wird nötig sein, um eben. Ja, guck mal. Gucken wir mal kurz an, wie es von oben aussieht. Also das sieht auch wirklich echt massiv aus. Also ich finde es echt klasse, den immer von oben ein bisschen zu gucken. Weil mir gefällt diese massive Bauweise hier, diese massive Konstruktion. Ist einfach echt schön anzusehen. Aber jetzt genau. Gucken wir uns jetzt noch an, was er denn hier im Inneren noch zu verbirgen und zu verbergen hat. Wir können hier einmal hinten die Klappe hier öffnen. Hopp. Okay. So, wir können hinten einmal das Teil hier öffnen. Das klappen wir nach hinten, das wiederum ein bisschen nach vorne. Die Seiten hier können wir dann so aufrichten und dann eben so nach hinten verschieben. Und so haben wir dann eben einen Einblick in den hinteren Teil vom ATT Ewoker. Wir sehen hier 5 Plätze, hier können also 5 Klonsoldaten ihren Platz haben. Der Part hier, dieses Teil hier, da kommt eigentlich ein Sticker drauf als Cockpit, den habe ich eben dann eben weggelassen. Der ATT Ewoker erfüllt also mit diesem Set den Zweck, auch unter anderem als Truppentransporter zu fungieren. Da können wir eben dann 5 solcher Leute dann reinsetzen. Und das Ganze zu schließen ist dann auch schnell gemacht. Wieder die Klappe zu, das Teil da hinten auch und dann hier diese 2 Elemente miteinander verbinden. Funktioniert auch ziemlich gut und sitzt auch sehr fest dran. Dann gucken wir uns jetzt eben noch die Vorderseite an. Hier einfach nach oben öffnen, den muss man erstmal kurz wegsetzen, sonst fällt er um. Hier einmal ein bisschen nach oben öffnen. Das Teil hier ein bisschen auch wieder, wie vorhin auch. Und auf der anderen Seite dasselbe Spielchen. Und dann haben wir zumindest mal, da ist es nicht so ganz angenehm reinzukommen. Wer dicke Finger hat, der wird es ein bisschen schwer hier drin haben. Ich habe relativ dünne, graziöse Finger, deswegen passt es hier ganz gut. Genau, hier vorne haben wir hier so ein kleines Element. Da haben wir so 2 Thermaldetonatoren mit dabei. Hier auf der rechten Seite gibt es einmal noch so eine kleine Frachtkiste, wo da drin ist dann wiederum noch so ein Binokularvisor oder halt Fernglas, so wie wir es kennen. Und dann haben wir noch hier dieses Element, da haben wir nochmal 2 weitere Plätze, da können nochmal 2 weitere Klone sitzen. Und das Teil ist auch abnehmbar, das setzt man nicht fest, sondern es liegt einfach nur hier so lose dran. Hat dann halt den Nebeneffekt, dass es dann innen drin ein bisschen raschelt, wenn man den ATT Ewoker ja, bewegt oder transportiert. Ja, dann haben wir hier noch so einen Schraubenschlüssel noch mit dazu. Da hat man eben so ein paar kleine Feinheiten, kleine Details noch mit reingepackt. Eben der Schraubenschlüssel, eben falls der ATT Ewoker Schaden erleidet oder die Beine nicht mehr so funktionieren, wie sie sollen, dann kann man hier eben das Ganze dann auch reparieren lassen. Genau, und das Ganze dann wieder zumachen. Zack. Und zack. Und dann hier wieder die Klappe runter. Genau. Das ist das Ganze schon. Rein von den Play-Features. Kommen wir nun zum Fazit. Ist der ATT Ewoker das beste Set, das beste Lego Star Wars Set 2022? Ja, das ist er. Ist es für 140 Euro? Definitiv nicht. Also für 100 bis 110 Euro hätte ich den ATT Ewoker eher gesehen. Wenn ihr allein schon auf eBay Kleinanzeigen mal schaut, dort findet ihr rein nur den ATT Ewoker für 60 bis 70 Euro. Da sieht man dann eben auch, wodurch dieser hohe Preis dann auch zustande kommt. Nämlich schon allein die Hälfte des Preises sind nur schon die 5 Minifiguren. Circa 30 bis 40 Euro Commander Cody. Und die 212. Klontruppen werden für 12 bis 14 Euro auf eBay Kleinanzeigen gehandelt. Und davon hat man ja dann 3 Stück oder den Klon Gunner noch dazu. 4, 40, 30 Euro Cody, 70. Also da sieht man halt, allein die Hälfte des UVP-Preises kommen durch die Figuren zustande. Aber das finde ich trotzdem nicht in Ordnung, 140 Euro für den ATT zu verlangen. Dafür bietet mir der ATT Ewoker selbst einfach zu wenige Funktionen. Da gibt es ja nichts mal was Besonderes. Es gibt halt die Statue, man kann ein paar
Türen, Klappen öffnen und das war's. Da gibt es jetzt keinen Motor oder sonst was, was jetzt irgendwie das Ganze besonders macht, womit er jetzt automatisch laufen könnte oder so. Das ist ja nicht vorhanden, das fehlt halt bei dem für die 150 Euro. Deswegen wartet lieber ab, bis mal 30% Rabatt kommt. Letztens gab es mal, oder vielleicht, ich glaube aktuell ist es auch immer noch so, 30% Rabatt bei Toys for Fun. Kriegt ihr den ATT Ewoker, da kostet er dann 100 Euro. Das ist allemal in Ordnung, 100 Euro für den. Passt vollkommen, das reicht vollkommen. Und genau. Wenn es nicht anders gehen sollte, dann 110, aber ansonsten eher so 100 bis so ungefähr 100 Euro. 30% Rabatt. Genau. Und vor allem auch, wenn man noch dran denkt, bedenkt, dass Lego nicht diesen Krabbendruide reingebracht hat, sondern diesen Zwergspinnendruide, was ja überhaupt vollkommen fehl am Platz ist. Und wenn man mal so überlegt, wenn man dann die Teile nicht hat, dann muss man nochmal die Einzelteile für den Krabbendruiden, so ein Custom, so eine Anleitung von der Mocker runterladen und machen. Die sind ja auch nicht immer kostenlos. Weiß nicht, wie viel die Einzelteile kosten, sagen wir mal einfach mal 5 Euro plus mal nochmal vielleicht 3, 5 Euro für eine Anleitung dazu. Sind wir auch schon bei 10 Euro. Also 140 Euro plus 10 Euro nochmal extra on top, nur weil man den Krabbendruide, nur weil Lego den Krabbendruide ausgespart hat und sich das Ganze einfacher gemacht hat und einfach einen Zwergspinnendruide von einem damaligen Set einfach reingepackt hat. Weiß nicht, das finde ich nicht in Ordnung so. Der andere Punkt ist dann auch noch, auf Instagram gab es mal, hat ein Lego Star Wars Influencer in Anführungszeichen mal eine Story reingepostet, wo bei seinem Commander Cody aus dem Nichts auf einmal ein Riss im Kopf entstanden ist. Und das ist halt wieder so das Qualitätsproblem bei Lego momentan. Oder halt eigentlich schon seit, nicht momentan, sondern seit längerem halt einfach. Mit den ganzen roten Teilen, die halt immer noch so eine rote Farbe in deren Steine noch mit drin haben. Das ist ja so ein rötliches Braun, so ein, das hätte Headpiece. Und dadurch ist halt, ja, und diese Teile sind halt ziemlich bruchanfällig, so genauso wie die braunen Teile. Und da hat sich dann halt eben bei ihm dann, ja, dummerweise dann auch so ein Riss gebildet. Und das ist halt echt verdammt ärgerlich, wenn man dann, wenn er zum Beispiel 140 Euro dann dafür echt gezahlt hat, UVP, kriegt er dann nach ein paar Wochen oder nach einer Woche kriegt er dann eben diesen Riss im Kopf. Das ist schon, das tut weh, muss ich sagen. Aber ja, ich bin froh, dass ich den für 110 Euro besorgt habe bei Toys for Fun. Eine Woche später war er dann für 30% 100 Euro, ja. Hätte ich noch ein bisschen länger warten können, aber ja. Da hatte ich nicht gedacht, dass er doch nochmal auf 100 Euro runtergeht. Aber ja, ihr wisst auf jeden Fall, wenn ihr den so mit allen Figuren mit dabei haben wollt, für 100 Euro bei Toys for Fun. Ansonsten wartet noch zu einem gelegentlich, zu einem guten Zeitpunkt, bis er mal für 20 bis 30% an dem Rabatt steht. Ja. Das war's dann mit dem Review zu dem Ganzen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video natürlich gefallen hat, liked gerne das Video. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr schon dabei seid. Vergesst nicht, meine anderen Videos mal gerne zu schauen. Letztens habe ich Obi-Wan Kenobi Jedi Starfighter gereviewt, 75333. Und schaut auch gerne mal bei meinem Submotion-Film vorbei. Guckt mal, was, ob euch der gefällt oder nicht oder was auch da verbessert werden kann. Genau. So viel mal dazu. Das wird jetzt auch das letzte Review-Video sein. Ich konzentriere mich jetzt ein bisschen mehr auf die Submotion-Videos, die ich vorhabe mal zu machen. Für die ich aber halt eben einfach keine Zeit gerade finde. Aber eben dadurch, dass ich dann das Review-Video ein bisschen dann langsamer angehe, nicht jede Woche dann mal eins rausbringe, habe ich dann ein bisschen mehr Zeit dann dafür, ein bisschen mehr Fokus dann auf diese Submotions und auch vor allem die Nachbearbeitung. Und genau, vielleicht werde ich mal zwischendurch einfach mal was von Mega Constructs Halo mit reinbringen, wenn ich mal gerade so richtig Lust drauf habe. Und genau, in diesem Sinne wisst ihr schon mal, was mal dann zukünftig dann passieren wird. Habt einen schönen Tag, habt einen schönen Abend, habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann zum nächsten Video, zum nächsten Stop-Motion-Video. Vielleicht auch wieder dazwischen Review, wie gesagt. Und bis dahin, ade, ciao. Thank you.